Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Heute hier unterwegs auf Leighton Lake. Da sind wir nicht so häufig, denn ist nicht so meine Favorite Map. Aber ist auch egal. Heute hier auf jeden Fall unterwegs, denn ich habe mir den Bogen geschnappt. Und wir werden heute ein bisschen Bogenjagd betreiben. Haben wir auch schon länger nicht gemacht, bis auf die Ansitz-Sessions, die wir gemacht haben. Da haben wir natürlich häufig den Bogen benutzt, denn da ist er ganz geil. Aber so richtig in der freien Jagd eigentlich schon tatsächlich länger nicht mehr. Und das, obwohl eigentlich eine gute Waffe ist. Ich habe jetzt hier den Takedown-Bogen genommen, aber ist letztendlich egal, welchen wir da haben. Alle drei Pfeilarten dabei. Das heißt, wir können von Klasse 1 bis Klasse 9 alle Tiere hier erlegen. Und das erste Tier war anscheinend schon da. Ist allerdings ein Weißwedel, der auf der Flucht ist. Mal schauen, ob da, ja, wollte gerade sagen, vielleicht noch mehr sind. Denn da sehen wir ihn auch schon. Wachsam allerdings, denn der steht auch voll im Wind drin. Weil eigentlich will ich gar nicht in die Richtung, sondern will da hochlaufen. Dementsprechend sollte Wind heute eigentlich nicht unser Problem werden. Aber bei denen hier offensichtlich schon. Jetzt natürlich ein weiter Schuss. Könnte klappen. Wir haben natürlich 60 Meter Nulldistanz. Aber die ziehen jetzt auch weiter, denke ich. Und werden mir da keine Option geben. Ja, sind umherziehen ruhig. Wir können mal versuchen, jetzt, wenn die so ruhig sind, tatsächlich den Caller zu aktivieren, um zu schauen, ob wir die zurückbekommen. Denn das könnte ja eine valide Taktik sein, die hier in Schussdistanz nochmal zu bekommen. Müssen wir mal gucken, wie sie reagieren. Sehen wir ja jetzt. Aber ich glaube fast, dass die nicht reagieren werden, dadurch, dass der männliche, glaube ich, der dabei war, ja schon geflohen ist. Und deshalb werden die wahrscheinlich die Gruppe einfach versuchen, da zusammenzuführen. Das macht aber gar nichts, dass sie keinen Bock haben, denn ich habe da vorne schon den nächsten Weißwedel erspäht, den ich jetzt hier nicht mehr sehen kann, weil ich gerade in so einer Senke drin bin. Aber da steht auf jeden Fall ein männlicher Weißwedel, den ich gerade gesehen habe. Vielleicht sogar noch mehr, müssen wir jetzt mal schauen. Ja, da ist auch ein weiblicher, aber den männlichen sehe ich gerade nicht. Wir müssen aber trotzdem näher ran. Denn für den Bogen brauchen wir ja logischerweise die nötige Schussdistanz. So zum Beispiel wie die zu dem Elch hier, der sehr nah ist und den ich auch gerne schießen wollen würde. Aber da müssen wir jetzt natürlich gucken. Hat da sein Ruhegebiet, ne? Der chillt sich jetzt dahin. Boah, treffen wir den von hinten? Hm, Pfeile schon guten Durchschlag eigentlich, ne? Die haben schon einen guten Durchschlag. Also getroffen haben wir. Und der droppt auch, Alter, Junge. Okay, der scheint zu droppen. Kümmern wir uns gleich drum. Ich werde jetzt erstmal versuchen, da vorne mir die Weißwedel noch zu schnappen. Denn bevor wir jetzt hier in die falsche Richtung gezogen werden, von hier haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lage, dass wir die auch noch finden. Das ist der große Vorteil beim Bogen, muss man sagen. Man hat immer Tiere um einen rum, dadurch, dass einfach die anderen Tiere nicht verschreckt werden. Wir haben uns hier den Elch geschossen und trotzdem da vorne die Weißwedel völlig unbehelligt davon. Ich weiß nicht, wo der männliche hin ist, denn der ist anscheinend nicht mehr da. Der weibliche, der steht da. Aber, ah, da vorne, guck mal, da sind sie. Da sind sie auf jeden Fall. Da steht eben eine ganze Gruppe von Weißwedeln und darunter auch die männlichen. Nein, ist doch gar nicht so schlecht da, aber ich glaube nicht so groß, dass er für Diamant interessant wäre. Aber ne, 218 auf jeden Fall. Trotzdem guter Weißwedel. Ist natürlich eine Überlegung wert, ob wir vielleicht sogar den schießen können und die da gar nicht abspringen. Hm, weiß ich aber nicht. Ich gehe mal zu dem Busch hier vor. Hier schmieren noch ein paar Meter ran. Wir sind eigentlich schon in Schussdistanz. Wir sind noch alle ruhig soweit. Insofern jetzt hier keine allzu große Gefahr, die zu verschrecken, hoffentlich. Extra langsam unterwegs hier. Und den Busch hier sollte mich ja dann im besten Fall auch gar nicht mehr sehen. Ja, genau. Hier sind wir jetzt komplett unsichtbar. Und wir können die vielleicht sogar einfach noch näher ran callen. Auch wenn wir vielleicht nur den männlichen schießen. Aber wird mir ja auch tendenziell reichen. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir den Bogen hier. Ich ändere mal kurz den Pfeil wieder zurück. Guck mal, direkt schon hier am Start. Da so eine kurze Strecke zu mir. So, dass wir den auf jeden Fall erwischen. Jetzt sind die anderen natürlich hier
weil sie doch direkt da rein bleibt, aber dann da liegen. Da hinten der männliche ist natürlich jetzt ein bisschen aufgebracht. Ja, aber die sind alle nur aufmerksam, insofern nicht so schlimm. Oder vielleicht sogar wachsam, wenn der Hund jault. Nee, aufmerksam. Riecht aber dafür, dass sie jetzt nochmal kommen. Und wir sehen auch hier die auf jeden Fall nochmal ran. Die weiblichen alle, aber da kommt ein männlicher. Kann jetzt abspringen. Alle die da hinten. Wahrscheinlich nicht. Und vielleicht kriegen wir dann den männlichen da auch noch. Der jetzt wachsam ist. Wo ist der andere hingelaufen, den wir erlegt haben? Ist der auch da vorne jetzt mit drin? Oh, guck mal, er trinkt sogar noch. Der ist ganz entspannt. Den juckt's einfach gar nicht. Der nächste weibliche hier, der zieht schon wieder rein. Während die anderen männlichen da hinten anscheinend keinen Bock haben. Und da bleiben. Aber wenn der sich hier nochmal dreht, kriegen wir vielleicht da noch einen Schuss drauf. Wir brauchen halt nur seine richtige Seite. Boah, ne, ich will nicht so seitlich schießen. Aber jetzt zieht auch er zurück als zu mir, oder? Umherziehen ruhig, aber wohin umzieht er, ist die Frage. Direkt gelegt. Guter Schuss. Da kommt noch ein männlicher. Den wir eigentlich auch getroffen haben sollten. Ja, auch der droppt richtig gut. Oh, gut, der ist ein bisschen weit weg da hinten, wa? Ey, aber wir haben jetzt hier so viele Weißwilde geschossen. Das hat sich schon mal richtig bezahlt gemacht, den Bo mitzunehmen. Denn da konnte man die Gruppe richtig gut ausmachen. Da sehen wir aber auch mal, was das für Unterschied macht, wenn man aus so einem Busch rausjagt, weil die einen halt auch einfach gar nicht sehen. Und dementsprechend springen die dann halt auch nicht sofort ab, wenn da mal einer in der Nähe geschossen wird. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, 4 Weißwilde geschossen, oder? Also 3 sehe ich da liegen, den 4. sehe ich nicht, aber ich glaube, wir haben 4 geschossen oder 3. Hab nicht mitgezählt. Da vorne ist aber noch der männliche, der sich wieder ins Wasser stellt anscheinend. Den würde ich sagen, kriegen wir auch noch. Ja, auch guter Schuss, der droppt auch sofort. Also hier nochmal die Geduld bezahlt gemacht, dass wir da nicht sofort hingesprintet sind, sondern hier erstmal uns den weiblichen holen mit dem doppelten Lungentreffer. Das war, glaube ich, der sofort umgefallen ist. Leber auch noch dabei. Dementsprechend ist der sowieso gar nicht so weit gekommen. Und die anderen beiden haben wir hier, aber ich glaube, wir haben noch einen irgendwo am Start. Ja, wir müssen gleich mal die Fährten abchecken. Der hier ist einer, den wir im einfachen Lungentreffer gesetzt haben. Der hier hat einen einfachen Lungentreffer ebenfalls. Das war der, den wir hier hinten auch getroffen hatten. Mal eben hier rumzuziehen. Hat der noch irgendwo hier eine Schweißfährte? Guck mal hier, was ist das denn? Nee, das ist die von dem männlichen. Oh, ich glaube, einen haben wir nicht gut getroffen, oder? Kann es so sein? Ja. Das ist der hier. Keine Organe getroffen, dementsprechend liegt der hier auch nicht. Und ich kann den lange suchen. Also haben wir tatsächlich 4 getroffen gehabt, aber einen davon ist gut. Dafür aber dann hier nochmal den männlichen und den Elch haben wir ja letztendlich auch noch, den wir uns holen müssen. Hier sogar Goldwertung 216er doppelt Lunge. Das Ruhrgebiet haben wir auch schon hier vorne. Ich habe natürlich wieder den falschen Hund dabei. Aber sollte ja kein Problem sein, den Elch jetzt hier irgendwo ausfindig zu machen. Denn das sollte auf jeden Fall hier die Fährte sein irgendwo. Und dementsprechend, ja, guck mal, hier haben wir auch die Schweißfährte. Haben wir dann auch die richtige Spur hier erwischt, um den jetzt hier zu verfolgen. Und hey, der ist auch super schnell gedroppt, muss man sagen, ne? 50% hier jetzt schon nur noch. Also auch relativ schnell am Ende. Mal eben hier ein bisschen vorsichtiger am Wasser. Nicht, dass wir hier wieder irgendwas verschrecken. Aber sieht nicht so aus, weil da vorne liegt dann unser Elch, den wir erlegt haben. Komme ich hier durch? Oh, sieht gut aus. Ist nicht so tief. Und wir haben hier, ey, sogar doppelt Lunge. Was war das für ein Schuss? Von hinten doppelt Lungenschuss? What the fuck? Alter, den hätte ich ja nicht mal gekonnt, wenn ich den gewollt hätte. Okay, ich habe von der Seite nicht mal getroffen und ich treffe von hinten einfach doppelt Lunge. Okay, aber gut. Die 600er Pfeile haben natürlich auch krassen Durchschlag, muss man sagen. Die sind so ein bisschen die Moradi-Pfeile der Bögen. Denn da kann man dann so einen Schuss von hinten auch mal durch so einen Elch
Tierkrücher, Mann. Einen scheint ein einzelnes Tier zu stehen. Weiblicher Weißwedel. Oh, was ist da, Alter? Truthähne. Na, Truthähne würde ich vielleicht auch nehmen. So, zur Abwechslung. Denn auch da habe ich natürlich den passenden Pfeil dabei. Also gar kein Problem. Oh, hier ist sogar ein Zelt stehen. Perfekt. Ah, guck mal, davon ist auch noch ein männlicher, sehe ich gerade. Ein Einser. Leider Weißwedel am Start. Aber ich versuche jetzt erstmal da hinten hinzukommen. Ich weiß nicht, wohin die Truthähne ziehen. Vielleicht können wir so also noch abfangen, dass wir die in unsere Richtung locken können. Und dann mit dem Einserpfeil erlegen. Denn der ist ja wieder für gemacht. Ja, da vorne sehen wir sie. Nur haben wir jetzt das Problem, dass sie natürlich hier wahrscheinlich nicht um diesen Fluss rumkommen, oder? Und wir können es versuchen, aber ich glaube, dass die da das Pathfinding nicht hinkriegen. Wie weit ist das denn zur anderen Seite? 100 Meter, ja, da treffe ich auch nicht, ne? Sind wir ehrlich. Auf jeden Fall reagieren sie auf meinen Call. Das steht schon mal fest. Denn die setzen sich jetzt hier in Bewegung. Ist der hier was Besonderes? Nee, ne, ist einfach nur hellbraun, oder? Keine Ahnung. Gibt's bei dem Merriam-Truthähnen, Alter? Weiß nicht. Aber ich glaube, der ist hellbraun vom Gefieder. Wir sehen da so ein paar braune Dinger dazwischen. Ich sag's ehrlich, ich würde aber auch, wenn das ein leuzistischer wäre oder, keine Ahnung, Albino, keine Ahnung, was der überhaupt gibt, ey. Ich würde ihn auch nicht erkennen, ne? Da sind wir ehrlich. Im besten Fall wären die hier schlau und würden einfach rüberfliegen, ne? Aber ich glaube, so schlau sind die nicht, wa? So ein Truthahn. Der wird wahrscheinlich keinen so krassen EQ haben, dass der sich denkt, jo, da fliege ich mal eben über den Teich hier drüber, wenn ich da hin will. Aber vielleicht überraschen sie mich ja auch. Ich glaube ja, dass sie da jetzt wahrscheinlich einfach gleich stehen bleiben werden an der Kante. Und da nicht weiter wissen. Jo, er geht einfach auf Tauchstation. Und wer macht dein U-Boot, Alter? Er denkt sich auch, ich habe hier oben. Alter, der kann über Wasser laufen. Das ist der Jesus-Truthahn. Ich glaube, er findet hier einen Weg vielleicht sogar rüber. Aber jetzt bleibt er stehen. Er checkt's gar nicht. Er da hinten auch nicht, er auch nicht. Und der andere ist irgendwo hier links auf dem Weg, genau wie der. Also er hat die besten Karten tatsächlich. Der weiße Truthahn hier scheint es zu schaffen, das Gewässer zu überqueren. Ich glaube, er ist auch auf den richtigen Fährte hier. Also manche haben hier mehr Intelligenz als andere. Was ist mit ihm? Der läuft auch übers Wasser einfach. Ne, er bleibt stecken. Naja, hat es aber leider auch nicht weiter geschafft, denn er bleibt jetzt da vorne hängen. Also das Wasser macht mir leider hier einen Strich durch die Rechnung, dass ich die selber crawlen kann. Aber ich versuche jetzt einfach da entgegen zu pirschen und die damit dann vielleicht zu holen. Solange die sich da auf den Caller fixieren, komme ich vielleicht da in Schussdistanz bei dem hier. Er gibt mir schon einen Warnruf, aber wir hoffen, dass der hier ruhig bleibt. Bewegt er sich wieder weg, der Hund? War doch eigentlich schon jetzt hier in Distanz. Aber er macht sich wieder auf den Weg. Er ist aufmerksam, wachsam. Ich weiß halt auch nicht, ob wir die da treffen, auf die Distanz. Dann wird natürlich relativ schwierig. Aber Einser Zweierpfeil hier. Relativ weiter Schuss. Leichter Seitenwind. Und halb im Wasser versteckt. Keine gute Kombi. Aber haben wir. Einen haben wir getroffen. Die anderen hauen jetzt natürlich ab wahrscheinlich. Wir bleiben noch da stehen. Ah, jetzt hauen sie ab. Okay. Aber der da vorne ja nicht, ne? Und die da auch nicht. Geht zu weit. So weit sind die doch gar nicht. Beim Laufen auch keine Chance, die zu treffen. Weiß noch nicht so richtig, was er macht. Nee, das war nix. Das war auch nix. Das war was. Truthahn Nummer 2, aber er fliegt auch nochmal weg irgendwo hin. Dann müssen wir uns gleich mal schnappen, denn der fällt auf jeden Fall runter. Okay, ey, zwei Truthähne. Besser als nichts, würde ich sagen. Also ab hier unseren Caller wieder holen und dann einmal rumlaufen. Oh, war ganz in der Nähe anscheinend noch ein Weißwedel, der mich hier warnt. Scheint da vorne im Schild irgendwo zu sein. Ich sehe ihn halt echt nicht, ne? Das ist halt immer die Gefahr auf Layton, dass man Tiere hat und man es einfach ums Verrecken nicht sieht, weil die da irgendwo in diesen hohen
Schilfdingern drinstehen. Ich versuche mal zu callen. Auch wenn er jetzt gerade natürlich noch nervös ist, logischerweise. Aber der wird ja hoffentlich dann gleich auch wieder sich beruhigen. Ich weiß nicht, ob der jetzt smart genug ist, hier rumzulaufen. Oder ob der sich da auch im Schilf verrennt. Ne, da vorne ist er. Ja, aber dann ist die falsche Richtung, mein Freund. Aber macht nichts. Wenn er vielleicht bis nach hier vorne zieht, dann könnten wir den auf jeden Fall auch erlegen. Indem wir hier über der Teichdingen drüber schießen. Wäre kein Problem. Ich glaube sogar da hinten sind noch weitere. Ich sehe da jetzt noch einen. Ja, da zieht sogar ein männlicher raus. Und der kommt hier sogar von der rechten Seite. Gib mir mal die Gelegenheit, den hier... Oh, wie viele da schon wieder sind, Alter. Den hier vielleicht schon zu schießen sogar. Weil wir da ein bisschen abseits liegen. Oh, da kommt schon einer komplett nah ran. Ja, wo kommen die auf einmal her? Da ist ja einfach ein Nest. Okay, den haben wir. Der droppt. Das war ein guter Treffer. Der ist direkt gelegt. Und die hier... Ah, Hunde schon wieder fast ab, oder? Die haben nicht so richtig Bock jetzt noch. Aber einer ist noch hier vorne. Den können wir vielleicht noch schnell erwischen. Ich weiß nicht. Ja. Noch bevor er abspringt. Denn er war schon eigentlich bereit zum Abspringen. Haben wir ihm einen mitgeben können. Sodass wir da auch nochmal... Ey, nochmal drei Weißwedel. Richtig, richtig stark. Und die waren aber echt super versteckt hier drin. Wir holen uns mal eben den ersten hier schon mal. Und dann müssen wir selber ums Wasser. Dann müssen wir eh noch dahin auch für die Truthähne. Aber bei dem hier... Ein einfacher Lungentreffer hat da gereicht. Und da vorne sind doch schon wieder die anderen. Alter, hab ich den auch direkt gelegt? Der ist einfach umgefallen. Junge, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer und der droppt auch. Und damit noch ein Weißwedel. Da vorne ist er auf der Flucht. Also hier nochmal 5 Weißwedel. Junge, Pogenjagd ist einfach so geil. Da war man einfach die ganze Zeit... die Tiere schießen kann, wenn man gerade so Herdentiere hat, ob nun Rothirsche, Weißwedel, Dammhirsche, whatever, kann man da halt richtig, richtig gut mit wenig Strecke super viele Tiere jagen. Hier ist auch noch eins, das ist ein Weibchen mit einem Herzschuss, sogar Doppelunge und Herz, guter Treffer und ich muss sagen, hier noch eins, ja, hier ist sogar eine Schweißpferde von dem hier und damit... Unser Weißwedel Nummer 5 mit einem einfachen Umtreffer, den wir da getroffen haben. Kommen wir hier schon vielleicht durchs Wasser durch. Da müssen wir nicht einmal aus dem Rum, beziehungsweise wo ist denn der Truthahn eigentlich hin? Hm, das ist eine gute Frage, weil die sind beide tot, aber das ist nicht darüber getrieben, oder? Ist das noch ein Weißwedel? Aber der ist doch nicht weggeflogen, oder? Der ist doch sofort tot gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der eine zumindest. Hm. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Ja, im Wasser natürlich auch die Fährten hier schwer zu erkennen. Einer ist da hinten weggeflogen. Der andere? Keine Ahnung, aber den falschen Hund wieder dabei. Der hat hier ist auf jeden Fall Truthahn Nummer 1. Und vorne noch Weißwedel. Aber, ja, den haben wir getroffen. Ziemlich weit unten. Das heißt, er kann nicht hier im Wasser gewesen sein. Aber der hin ist... Ist ja eigentlich hier irgendwo gewesen sein, oder? Wo war denn der? Hier alles nur so Fährten unter Wasser, die helfen mir nicht so richtig weiter. Ich sehe halt den Anschluss auch nicht, dass ich nicht weiß, welcher der richtige wäre. Ne, das ist hier von dem Elch, der da hinten gerade rennt. Aber... Den Truthahn... Keine Ahnung, ob der nochmal weggeflogen ist tatsächlich auch. Ob wir da irgendwo noch eine Schweißfährte haben. Aber ich sehe halt hier auch gar keine Schweißfährte. Wir haben ja auf jeden Fall getroffen. So viel ist sicher. Nur ohne Fährte, ohne Anhaltspunkte. Ich dachte, der tot war. Oder ist er nochmal weggeflogen. Aber wenn, habe ich keine Fährte. Ich glaube, den werden wir leider nicht finden am Ende des Tages. Denn drüben rüber getrieben oder so ist er auch nicht. Oder? Doch, da liegt er, ne? Ist er das? Guck, das ist er. Da leuchtet er nämlich auch schon. Also ganz knapp hier an der Oberfläche überhaupt zu sehen. Der größte Teil ist unter der Oberfläche, deshalb war der hier kaum zu entdecken. Aber hier haben wir ihn mit einem Lungentreffer sogar. Dementsprechend war er halt auch
dementsprechend schnell tot. Das war's für den Bogen, ja, würde ich sagen, oder? Ey, war richtig gut. Richtig viele Weißbär geschossen, Truthähne geschossen, einen Elch geschossen. Also Bogenjagd, immer wieder richtig geiles Erlebnis. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.